Akku Johnson. Kevin John. Zu. Kevin John, Akku Johnson, Johnny. Dann liegt es an dir jetzt, anstrengende Fragen zu stellen. Undercover Style. Weißt du es genau, oder? Servus. Herzlich willkommen im TSG Quiz Taxi. Okay. Zunächst mal würde ich gerne wissen, wie groß ist denn die Entfernung zwischen euren beiden Geburtsorten Neustadt bei Akpo und Stuttgart Bad Cannstatt bei Grisha? Was schätzt ihr? Luftlinie. Luftlinie. 120. Ich sag 121. Smarter Move, in dem Fall aber genau in die falsche Richtung. Es sind 99,47 Kilometer, das heißt, der erste Punkt geht an Akpo. Wie viele Spiele habt ihr beiden schon gegeneinander bestritten? Also wie oft standet ihr euch auf dem Feld gegenüber? Komm, sag, du fangst an jetzt. Ich muss gerade durchziehen. Weißt du es genau, oder? Ich hoffe, ich weiß es genau. Aber ich habe jetzt einfach gezählt. Ich sag 5-mal. Ich sag 10. Diesmal geht der Punkt an Grisha. Es waren 6 Begegnungen. Okay, warte. Kickers hast du gespielt. Da habe ich noch in Karlsruhe gespielt. Da haben wir 2-mal gespielt, richtig? 1-mal. In der U19 standet ihr euch nur 1-mal. Okay, 1-mal. Das war ein Spiel. Ja. Das kann ich mich noch erinnern. Da haben wir, glaube ich, unentschieden gespielt. Düsseldorf habe ich jetzt gerechnet 4-mal. Nee, doch 4-mal. Es waren 3. Ja. 3 Begegnungen. So, und dann Union halt 2-mal. Sehr gut. Hast du auch Wittenbergische gegen Badische Auswahl? Wir sind auf Vereinsebene geblieben. Ah, okay. Wären dann deine 10 doch richtig gewesen? Kann sein. Ich weiß es gar nicht. Kann sein, Wittenberg-Badische. Wie heißt Stanley Nsoki mit zweitem Vornamen? Antoine, Pierre, Emmanuel, Jacques. Ich würde sagen Emmanuel. Ja, C ist es. Leider nein. Ach. Was denn? Jacques. Pierre. Stanley Pierre Nsoki. So hat er sich nicht vorgestellt. Wie hat er sich vorgestellt? Stan? Stan. Schnellfragerunde. Erstens, Grisha stand bereits vor dieser Saison für die TSG in einem Bundesliga-Kader. Wahr oder falsch? Boah, gute Frage. Ich sag ja. Ja, stimmt. In Hannover damals war ich mit dabei. 2-1, glaube ich. Bei Gisto? Ja, aber ohne Einsatz. Akpo trägt seine Rückennummer aufgrund seines Geburtsdatums. Ich sag nein. Ich hab nicht, oder? Ich habe am 19. Geburtstag. Und warum trägst du nicht 25? Ich bin damals aus Düsseldorf zurück und Sühl ist zu den Bayern. Und dann habe ich dir einfach die Nummer genommen. Ja. So als freundschaftlich war das eine coole Sache, wenn ich die übernehmen kann. Grisha hat sein Auto von seiner Tante bekommen. Wahr oder falsch? Wahr. Falsch. Ja, kann das sein? Von der Oma. Von der Oma. Akpo heißt mit zweitem Vornamen John. Stimmt. Das war zu easy. Akpo Johnson. Kevin John. Zu viele. Kevin John, Akpo Johnson. Johnny. Sollen wir auch noch nach dem dritten Vornamen fragen? Nee, das ist nicht schön. Schafft er nicht. Gibt es einen Bonuspunkt, wenn das weiß? Nee, weiß ich nicht. Ufoma. Ufoma. Ja. Grisha trägt Schuhgröße 44. Ich habe 46. Ja. War. Wisst ihr das? Ja, schwierige Frage. So in Laufschuhen habe ich 44, aber in meinen Fußballschuhen 30. Aber wer hat in seinen Fußballschuhen nicht kleinere Größe als. Du hast in Schuhen kleiner. In meinen Fußballschuhen kleiner. Ehrlich? 43 ein Drittel. Und in Laufschuhen halt 44. Bei mir ist es umgekehrt. Echt? Ja. Ja, und dann hast du in Laufschuhen? Ja, auch 44. Okay, krass. In seiner Jugend hat Akpo beim VfB Stuttgart gespielt. Falsch. Was eine dumme Frage. Fragst du Stuttgart, ob ich in Stuttgart gespielt habe? Ja, da wir halt schon früh gegeneinander gespielt haben, war mir schon immer klar. Also der KSC, ich weiß nicht, bist du da schon? U13 habe ich begonnen beim KSC. Ja, Großteil der Jugend dort gespielt, von dem war das mir schon klar. Grisha bekam in seiner Karriere bislang noch keine rote Karte. Also wenn du eine bekommen hast, dann in Karlsruhe. Notbremse oder so. Ich sag, er hat eine bekommen. Ja, stimmt. Aber das war damals bei Union. Erstes Spiel in Nürnberg. Glattrot. Ja, zweite Liga. Glattrot. Dritte Minute der Nachspielzeit. Gelb-Rot war, glaube ich, auch noch ein, zwei Mal mit dabei. Jetzt haben wir ein Problem. Ne? Jetzt steht es unentschieden. Ja. Wir sind gleich wieder da. Ich kann mit einem Unentschieden leben, weil es Grisha ist. Wow.
Dann gehen wir damit raus hier. Ah, Freunde, vielen Dank.